Herzlich willkommen hier im Kesselhaus. Mein Name ist Sven Hemmern. Ich bin der Küchenchef seit mittlerweile 10 Jahren hier. Heute koche ich für euch einen wunderschönen bretonischen Steinbutt mit Artischocke, einer Safranage, Salzzitrone, konfierte Kartoffeln und kleinen Gnocchi-Pilzen. Ich habe euch eine wunderschöne Artischocke aus Frankreich. Die werden wir jetzt schälen. So sieht die Natur aus. Aber wir nehmen heute nur den Boden. Dann kochen wir gleich einen schönen Einlegefond für die Artischocke. Und dann kochen wir die Artischocke quasi in dem Fond weich und später nochmal auf dem Holzkohlegrill, um den besonderes Aroma zu verleihen. Dann machen wir als nächstes die Miesmuschel. Die haben wir hier. Die Muscheln, die sind jetzt auch so nach 3 Minuten wunderbar aufgegangen. Die lassen wir jetzt einfach im Sud ein bisschen liegen. Und sobald die Muscheln fertig sind, braten wir uns ein Steinbutt an. Man sieht es auch ein wunderschönes, weißes, tolles Filet. Mittlere Hitze angebraten und dann legen wir da noch gleich ein Knoblauch, einfach nur ein Stück Knoblauch, was leicht angedrückt ist, mit rein. Und das war's auch schon, Pfanne aus. Der nächste Schritt ist, dass wir unsere Artischocken, die sind jetzt weich, die nehmen wir ja raus aus dem Sud. Dann grillen wir die richtig schön auf dem Holzkohlegrill, etwa so bei 200 Grad, einfach nur 30 Sekunden. Ganz kurz, dass die ein kleines Grillmuster kriegen und ein bisschen dieses Holzkohlearoma mit aufnehmen. Und den Steinbutt, den legen wir dann einfach auf die Seite mit hin. Nicht mit direkter Feuer, aber der kriegt dann einfach noch so ein bisschen das Aroma mit ab. Machen wir noch unsere einzelnen Deko-Sachen. Wir haben jetzt noch unsere Salzzitrone, die wir letztes Jahr im Sommer schon eingelegt haben. Dann haben wir hier noch weiße Blumenpilze. Die Pilze haben wir jetzt ganz kurz angeschwitzt, einfach nur in etwas Butter. Und dann machen wir uns so kleine, wunderschöne Buchpilzsträußchen. Und dann können wir schon langsam unseren Teller zusammenbauen. Schon ist der wunderbare Teller fertig. Guten Appetit dabei!